Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mal wieder ein griechisches Rezept zeigen. Oh, erinnert so ein bisschen an Urlaub und Sommer. Und zwar meine Souvlaki-Spieße. Und die machen wir heute mal im Ninja Fuji Grill. Wer keinen Grill hat, wer keinen Balkon hat, der kann die auch wundervoll auf seinem Tischgrill oder drin in der Pfanne machen. Ein wirklich tolles Rezept. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder bereitgestellt. Ich habe hier Schweinenackensteaks genommen. Außerdem brauchen wir Olivenöl. Wir brauchen Zwiebeln, Knoblauch, Zitronensaft. Und zum Würzen werden wir Thymian nehmen. Natürlich klassisch Gyros-Gewürz, Salz, ein wenig Oregano noch und Pfeffer. Und das war's auch schon. Und dann kann ich auch schon loslegen. Ich beginne damit, die Zwiebel vorzubereiten. Ganz einfach, die pelle ich einfach nur. Und wenn ich sie gepellt habe, dann schneide ich sie, die sind ein bisschen größer hier, einmal durch und schneide nur so kleine Viertelringe runter. Die sollen ruhig ein bisschen größer sein. Mehr mache ich mit der Zwiebel gar nicht. Und wenn ich die Zwiebel geschnitten habe, dann gebe ich die in so eine Box. Die brauchen wir gleich noch zum Marinieren. Etwas größer, da muss das Fleisch noch rein. Dann kommt die Knoblauchzehe dran, die Knoblauchzehen hier, damit mache ich auch nicht viel, die pelle ich auch nur und diesmal drücke ich die durch die Knoblauchpresse, ihr könnt die auch schneiden, wie ihr mögt, aber so entfalten die so ein bisschen mehr Geschmack, auch das kommt in die Box und jetzt brauche ich noch Zitronensaft von meiner Zitrone hier und den Zitronensaft, den gebe ich ebenfalls in die Box zu den Zwiebeln und zum Knoblauch hier und jetzt kommt auch schon das Olivenöl und die einzelnen Gewürze, Pfeffer brauchen wir auf jeden Fall. Und dann ein bisschen Thymian. Außerdem in meinem Rezept hier Gyros-Gewürz. Ich finde, das passt immer sehr gut. Natürlich Salz. Und ganz zum Schluss nochmal ein bisschen Oregano. Und jetzt mischen wir das Ganze einfach gut durch, damit Zwiebeln und Gewürze, Olivenöl, Zitronensaft sich gut vermischen. Und stellen das erstmal beiseite. Jetzt kommen meine Schweinenackensteaks und die schneide ich nicht ganz so klein, das sollen größere flache Fleischstücke werden, die wir später aufspießen. Ihr seht hier, das ist so meine Größe, ne? Die passt ganz gut, finde ich, für die Souvlaki. Also nicht so klein, damit die nicht so ausderzeln hinterher, denn die sollen ja auch schön saftig bleiben. Ja, wenn ich meine Schweinesteaks hier geschnitten habe, wenn ich damit fertig bin, gebe ich alles in meine Box. Aber wenn ihr schlauer seid als ich, dann nehmt ihr eine bisschen größere Box, die ist nämlich ein bisschen klein gewesen, aber es klappt letztlich auch. Also einmal gut durchmischen, ein bisschen andrücken und dann verschließe ich meine Box. Und die Box geht jetzt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, besser über Nacht. Und während der Zeit habe ich auch schon mal meine Spieße hier eingeweicht, damit die nicht verbrennen beim Grillen. Also vorher auch mindestens 2 Stunden Wasser einweichen. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Jetzt holen wir unser Fleisch wieder aus dem Kühlschrank und ihr seht, das ist schon so ein bisschen weiß geworden. Das kommt durch den Zitronensaft. Das ist in Ordnung. Und jetzt spießen wir unsere Schweinefleischstücke auf. Vorsichtig, stecht euch nicht. Ne? Vorsichtig beim Aufspießen. Und dann packe ich die nicht so ganz voll, sodass man unten noch anfassen kann. Und dann sieht das so aus, ne? Sodass die flache Seite nachher auf dem Grill ist. Ja, so soll so ein Spießchen dann aussehen. Ja, und das machen wir jetzt mit dem gesamten Fleisch, bis wir alles verarbeitet haben. Ihr seht hier, ich bin jetzt fertig. Ist ein bisschen schwierige Angelegenheit, macht aber nichts. Das lohnt sich. Und bei mir sind jetzt so 6 Spieße rausgekommen. Das ist ganz ordentlich. Als nächstes gehen wir an den Ninja. Hier jetzt die Ninja vorheizen auf Grill. Höchste Stufe maximal, also 265 Grad. Und ich habe jetzt hier die Zeit noch nicht eingestellt, könnt ihr auch jetzt schon machen, ich mache es gleich erst. Und ich habe jetzt hier bei mir so 14 Minuten genommen, fragt mich nicht, warum nicht 15 und so eine krumme Zahl, ich habe hier 14 genommen. Die braucht ihr möglicherweise nicht, müsst ihr zwischendurch mal gucken, also ich 14 Minuten vorgeheizt, je nach Fleischstärke müsst ihr schauen. Wenn er sich meldet und vorgeheizt ist, dann gebe ich jetzt meine Spieße rein, vorher besprühe ich die Grillplatte hier so ein bisschen mit hoch erhitzbarem Bratöl, damit sie nicht so ankleben. Und gebe meine Spieße jetzt hier in den Ninja Fuji Grill. Da gehen auch genau 6 Stück rein. Das passt gut. Und das war's auch schon. Deckel zu. Und ungefähr nach der Hälfte der Zeit
gucke ich dann einmal rein, dann solltet ihr mal drehen. Ne, ihr seht, die fangen jetzt schon an, hier so ein schönes Grillmuster zu zeigen. Also ruhig mal zwischendurch mal reingucken, nicht so oft drehen, aber ruhig mal gucken. Ja, und wenn die 14 Minuten um sind, dann sehen die so aus. Ziemlich lecker, oder? Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, ihr seht hier meine Spieße schön braun, das Fleisch. Wie ihr seht beim Drücken hier ist noch weich. Das ist nicht ausgederzelt, das ist nicht trocken. Man merkt es auch beim Anschneiden. Also die Spieße haben wirklich hier eine tolle Konsistenz. Nee, ihr seht auch hier, wenn man ein bisschen näher rangeht, das Fleisch ist durch, aber eben nicht trocken. Das ist das Schöne bei den Schweinenacken, nicht trocken. Und der Geschmack ist wirklich ganz wunderbar. Es schmeckt wirklich toll nach Griechenland gegrillt, nach Gyros, also wie Sommerurlaub. Ich denke, meine Souvlaki-Spieße im Ninja Foodie Grill haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.